Die Lebensmittelpreise in den USA sind unbezahlbar geworden. Das betrifft mittlerweile das gesamte Land. Denn die Lebensmittelindustrie zieht momentan das amerikanische Volk komplett über den Tisch. Wir haben fast überall Wucherpreise, die weit über dem Wert des Produkts liegen. Und mit Inflation hat das Ganze gar nichts mehr zu tun. Die Inflation lag bei 6-7% und bei Lebensmitteln schon seit längerem 1%. Auch die Wirtschaftslage ist längst wieder beim Alten, doch Lebensmittelpreise steigen stetig weiter. Preiserhöhungen von 300% sind mittlerweile der Fall. Wie der Industrie dieser Streich gelungen ist und warum dieser Quasi-Betrug in Amerika so gut funktioniert, das erkläre ich euch direkt nach meinem Intro aus meinem Zuhause, San Diego, Kalifornien. 2 Faktoren haben dazu geführt, dass die Lebensmittelindustrie in den USA momentan die größten Gewinne ihrer Geschichte erzielt. Wie noch nie zuvor. Die Leidenden sind vor allem die Menschen mit niedrigem Einkommen. Also, was ist passiert? Nachdem die gesamte Presse von Inflation und Lebensmittelknappheit sprach, wurde die Erwartungshaltung geschaffen, dass Preiserhöhungen normal sind. Nachdem die Inflation und Knappheit also dann vorbei waren, nutzt die Lebensmittelindustrie nun diesen Mindset der Amerikaner aus und erhöht weiterhin die Preise. Momentan hat sich ein neuer Begriff daher etabliert, Price Gouging. Also zu Deutsch nennt man das Wucherpreise. Was in vielen europäischen Ländern wie Deutschland strikt geregelt ist und Strafen drohen, hat sich die Industrie in den USA dann gedacht, wir machen es einfach. Ja? Und bis heute gibt es keine rechtlichen Konsequenzen. Die Lebensmittelindustrie in den USA war schon seit längerem kaputt. Es ist ein defektes System. Bei der grotesken großen Auswahl an Produkten würde man denken, es herrsche ein riesengroßer Wettbewerb. Die Wahrheit ist, diese Marken sind letztlich in der Hand weniger monopolistischer Unternehmen. Das Forbes Magazine beschreibt es also ganz gut. 90% des Getränkemarktes wird von 3 Unternehmen dominiert. Coca-Cola, Pepsi und Dr. Pepper. Für 12 Dosen habe ich noch vor einigen Jahren $2,99 bezahlt. Die kosten jetzt $9,99. Das ist eine Preiserhöhung von mehr als 300%. Ich kann mich nicht erinnern, dass die Inflation bei 300% lag. Warum macht Coca-Cola das so? Weil sie es können. Diese gesamte Regalreihe hier gehört nur einigen wenigen Unternehmen. Das betrifft auch Käse. Schinken, Butter, Frischkäse, Obst, Gemüse, Brot, Nudeln, Mehl. Die Liste ist endlos lang. Und den Grund, den manche amerikanische Unternehmen so nennen, könnte unsinniger nicht sein. Man habe mehr Kosten aufgrund steigender Lieferkosten, Mitarbeiterkosten, Energiekosten. Warum das kompletter Unsinn ist, haben Investigativjournalisten in Amerika vor kurzem aufgedeckt. Die haben nämlich Folgendes festgestellt. Eine kurze Unterbrechung. Letztens war ich im Matratzenladen und da sagte der Verkäufer, man solle alle 5 Jahre eine neue Matratze kaufen. Leider stimmt diese Aussage. Hier ist die Studie aus der amerikanischen Regierungswebsite. Ab 5 Jahren nimmt die Schlafqualität erheblich wegen der alten Matratze ab. Schulter, Nacken und Kopf- und Rückenschmerzen. Okay, ich brauche eine neue Matratze. Diese ganze Memory Foam-Verkaufstaktiken kann ich auch nicht mehr hören, ne? Denn das ist alles kein Garant für Qualität. Wo bekomme ich also eine echte, hochqualitative Matratze, wo ich nicht deren Miete und Stromkosten mitfinanziere? Über 4.500 Euro wollten die für diese Matratze von mir. Antwort: Emma. Online. Deutsches Unternehmen. Und die haben sogar nach Kalifornien geliefert. Also erstmal weg mit meiner alten Matratze. 100 Tage kannst du darin Probe schlafen. Wenn es nicht passt, holen die es dann kostenlos wieder ab. Geld zurück. Die Matratzen gibt es in allen gängigen Größen und Stärken. Die Preise sind geringer als sonst, weil es ein Online-Shop ist und das bei hoher Qualität. Note 1,8 bei Stiftung Warentest. Über 5 Millionen zufriedene Kunden.
Das liegt meiner Meinung nach daran, dass die nicht versuchen, cool auszusehen. Die verkaufen gesundheitserprobte Matratzen. Ihr Wissen haben sie auch in eine ganze Menge anderer Schlafutensilien integriert. Zum Beispiel in dieses Kopfkissen mit 3 anpassbaren Schichten. Nach 3 Nächten jetzt, ne, da will ich keine andere Matratze mehr. Jeden Morgen wache ich erholt auf, als wäre ich wieder neugeboren. Meine Zuschauer erhalten 5% Rabatt auf das gesamte Sortiment. Plus bis zum 31.10. gibt es viele Produkte um 50% reduziert. Okay, weiter im Thema. Es liegt weder an der Inflation noch an gestiegenen Kosten. Was die Lebensmittelindustrie in den USA momentan treibt, ist reine Gier. Ein gutes Beispiel ist Kraft Heinz Company, der 5. Lebensmittelproduzent der Welt. Die Produkte kennt ihr in Deutschland auch, Heinz Ketchup, Mayonnaise, Philadelphia und so weiter. Hier in den USA auch Capri-Sonne, wir sagen Capri-Sun dazu, Scheibenkäse. Hier mal ein Beispiel, was für Spielchen Heinz in den USA betreibt. Laut dem führenden Lebensmittelfachexperten Errol Schweitzer dominiert Kraft Heinz Company den amerikanischen Markt bei verpacktem Käse mit einem Marktanteil von 65%. Durch die Inflation sind die Preise von Käse um 6% gestiegen. 6%! Die Produkte von Kraft Heinz sind dagegen um 21% gestiegen, also 3-mal mehr. Der Geschäftsführer von Kraft Heinz habe selbst ausgesagt, dass die momentan kein Interesse haben, die Verkaufsmenge zu erhöhen. Er sagte laut Schweizer, im Grunde, statt mehr zu verkaufen, wird man einfach die Preise erhöhen. Ja, nach dem Motto, das amerikanische Volk hat sich so sehr daran gewöhnt, dass Preise steigen, sie werden einfach den Mehrpreis zahlen. Die Naivität des Volkes machen wir uns da also zunutze. Und wie das funktioniert, ist einfach erklärt. Weil Unternehmen quasi die Inflation als Ausrede nutzen, ja, wieso nicht einfach die 2-fache Inflationsrate draufhauen? Und siehe da, Amerikaner kaufen es trotzdem. Lass uns doch einfach die 3-fache Inflationsrate draufhauen, ja? Amerikaner kaufen es weiter. Die Geschäftsführerebene lacht sich kaputt über die Naivität der Menschen, einfach den höheren Preis zu zahlen. Laut Forbes hat in den Jahren 2022 bis 2023 Kraft Heinz ihren Profit von 225 Millionen auf 887 Millionen Dollar erhöhen können. Das ist ein Wachstum von fast 450%. Link zum Artikel ist in der Beschreibung. Von den 662 Millionen Dollar, die man auf Kosten der Bürger als Profit erwirtschaftet hat, kann man sich durchaus einen netten Privatjet, Villa und Yacht leisten und nicht nur eins davon. Während in den USA Menschen auf der Straße sitzen und sich dann Lebensmittel nicht mehr leisten können. Ein anderes Beispiel ist Schokolade, die preislich auch astronomisch in die Höhe geschossen ist. Auch der Geschäftsführer von Hershey's habe laut den Recherchen von Forbes gesagt, die Preisgestaltung wird in diesem Jahr ein wichtiger Hebel für uns sein und voraussichtlich den Großteil unseres Wachstums vorantreiben. Wie recht Hershey's damit hatte, sie haben ihren Profit um 62% steigern können. Was astronomische Gewinnsteigerungen mit Inflation und Wirtschaftskrise zu tun haben soll, ja, das fragt sich inzwischen keiner, zumindest nicht die, die nicht lesen und sich keine Gedanken machen, also der typische durchschnittliche Amerikaner. Forbes hat zudem festgestellt, dass die 3 Unternehmen Hershey's, Mondelez und Mars gemeinsam einen Marktanteil von 80% haben. Mondelez beispielsweise hieß es früher Kraft, Kraft Foods. Die haben sich in Mondelez umbenannt. Ja, das machen Unternehmen schon mal, ja, sich in skurrilen Brands umbenennen, damit ihre Dominanz nicht so auffällt. Ich meine, mal ehrlich, wie viele von euch kennen Mondelez? Ja, dann schaut mal, was auf der Verpackung steht von Philadelphia, Milka, Oreo, Toblerone, Alpenschokolade und so weiter. Früher stand da der Name des Riesens, ja, martialisch und monopolistisch klingend Kraft Foods, ja. Jetzt steht da Mondelez. Ölgiganten wie Shell, ja, nennen sich Muschel. Alles klar. Downsizing ist ja mittlerweile allseits bekannt. Ja, mittlerweile bekommt man in den USA viel geringere Mengen an Verpackungen. Wo früher 5 Pfund Zucker drin war, sind jetzt nur noch 4 Pfund Zucker drin. Aber dafür zum höheren Preis. Das Design der Verpackung ist bewusst so gestaltet, dass der Verbraucher den Unterschied nicht merken soll. Nun ist es so, dass auch in Amerika es Verbote gegen Wucherpreise gibt. California Penal Code 396. Also, aber so einfach ist das nicht. Die Industrie hat ja ihre Steckenpferd-Ausrede, die perfekter nicht sein kann. Pandemiebedingte Arbeitskräftemängel, anhaltende Störungen der Lieferketten, Dürren, Vogelgrippe und viele andere Faktoren werden genannt, die angeblich nicht in der Kontrolle der Unternehmen liegen. Und wie kommt es dann zu solchen vehementen Gewinnsteigerungen? Fragt man sich. Doch deswegen kann keiner in Amerika jemanden beschuldigen. Ja? Erfolg in den USA gilt ja als etwas Erstrebenswertes, Erfolgreiches und vor allem eins,
Amerikanisches. Gegen den American Capital Economy was zu sagen, würde ja sofort als anti-amerikanisch gelten. Die Unternehmen schmücken sich ja auch gerne mit diesen Zahlen, aufgrund genialer Marketingstrategien, immensen Aufwendungen, Produktaufbesserungen, Forschung und Entwicklung, Kreativität, ja, und hochbezahlten, kompetenten Managern, ja, haben wir es trotz Krise geschafft, auch noch Gewinn zu erwirtschaften. Das sind Stories, ja, die sich in den USA gut verkaufen und alle applaudieren, ja. Reiche beschweren sich nicht, denn auch Aktienkonten sind in die Höhe gestiegen. Wie ihr wisst, investieren ein Großteil der Amerikaner ihre Rente und Vermögen in Aktien. Und das ist ein Kreis des amerikanischen Reichtums. Wer hier gut verdient, investiert alles in Aktien. Dadurch bekommen die Unternehmen einen Riesenantrieb. Mit diesem Antrieb werden sie noch mächtiger und dominieren mehr als sie zuvor. Durch die Dominanz haben sie dann noch mehr Spielraum, um ihren Markt weiter zu dort das zu tun, was sie wollen, ja? Und wiederum steigen die Aktien, die Reichen werden noch reicher und investieren noch mehr in Aktien, die Unternehmen bekommen wieder einen Antrieb und werden noch größer. Und so geht das immer weiter. Auch ein Grund, warum auch die Politik nichts gegen diese Wucherpreise tut. Sie sehen, dass die Industrie Gewinne erwirtschaftet, Steuergelder kommen rein, Amerika wird immer reicher, mehr Geld, mehr Militär, mehr Dominanz weltweit. Der leidende Amerikaner ist der ungebildete Amerikaner ohne Ausbildung. Der kann nicht in einem höheren Job arbeiten und Geld sparen und in Aktien investieren. Der bekommt von diesem Kuchen also nichts ab. Wir haben aber in den USA eine sehr hohe Anzahl von gehobener Mittelschicht. Menschen mit Ausbildung in Alltagsjobs, wo sie $100,000 und mehr verdienen. Eine einfache Krankenschwester zum Beispiel verdient in den USA über $140,000. Das hatte ich ja schon mehrfach erzählt. Schaut euch gerne das Video an, wo ich dann wie viel man hier in den USA mit einer Ausbildung verdienen kann. Link ist in der Beschreibung. Pass auf, also wenn du eine Ausbildung hast und Geld in deinen privaten Rentenkonten in den USA einlegst, die ja alle in Aktien investiert werden und jetzt 50% mehr Profit erwirtschaftet hast, wie das mit den Aktien funktioniert, habe ich übrigens ja auch in meinem Video erwähnt, Rentensystem in USA, Millionär oder obdachlos, wie man hier also als normaler Arbeiter mit durchschnittlichem Lohn als Millionär zum Rentner wird, ja, also pass auf, du hast jetzt auf einmal $100,000 mehr Geld auf deinen Ersparnissen innerhalb von 1 bis 2 Jahren. $100,000 sind da jetzt mehr und du bist noch nicht mal ein Manager oder so, also ein ganz normaler Arbeiter. Weil dir die ganzen Lebensmittelaktien, die du gekauft hast, gestiegen sind, dann stört es dich nicht. Wenn du $5,000 mehr im Supermarkt ausgibst, du investierst ja quasi ein Stück mit in das Wachstum dieser Abzockerunternehmen. Aber wenn du in den USA keinen etablierten Job hast und stattdessen von einem Fastfood-Laden zum anderen jeden Job annimmst, der sich ergibt, am besten noch alleinerziehende Mutter, ohne jemals in die Zukunft geplant zu haben, hast dich nie um eine Ausbildung gekümmert und weißt auch sonst nicht, welche anderen Jobs man noch machen könnte, dann tut das natürlich weh. Und davon gibt es sehr viele in den USA auch, weil dir hier keiner sagt, was du tun sollst. In Amerika ist jeder sich selbst überlassen. Wer aber kein Geld hat, aber clever ist, schafft den Aufstieg. Ich habe sehr viele Freunde, die aus armen Familien kommen, Verhältnissen, und sie haben sich irgendwie gedacht, ich lasse mich nicht ausbeuten. Haben nach Opportunitäten gesucht und gefunden. Die gibt es hier überall, aber viele wollen diese Mühe nicht. Das ist ein anderes Thema, worauf ich noch oft in meinen Videos eingegangen bin und werde auch das weiter thematisieren hier. Kamala Harris wirbt jetzt damit, dass wenn sie im Amt ist, die Lebensmittelpreise sie dann senken wird. 2 Fragen wurden von Journalisten gefragt, wo sie dann anfängt zu stottern. Erstens, wie? Wie will sie das machen? Und zweitens, warum macht sie es nicht jetzt? Antwort ist ganz einfach. Das ist eine tolle Story, um Wählerstimmen zu bekommen. Darum geht es. Es geht nicht um Lebensmittelpreise und das Leiden von Armen. Es geht um Wählerstimmen und Wahlerfolg. An dieser Front also nichts Neues. Ihr müsst auch in Europa aufpassen, ja? Was diese Unternehmen tun, ist Folgendes. Erst kommen sie an und verdrängen mit kleinen Preisen alle kleinen Wettbewerber vom Markt. Ich meine, wie viele unabhängige Supermärkte habt ihr noch in eurem Stadtteil? Wann habt ihr eure Milch das letzte Mal vom Bauern in Flaschen vor die Türe liefern lassen? Also zu meiner Kindheit hat er das morgens vor die Türe gestellt und die leeren Flaschen vom Vortag mitgenommen. Ja, das waren die 70er, wo ich herkomme. Diese Großkonzerne drücken die Preise so, dass die Kleinen nicht mehr überleben können. Na und, sagen viele, ich zahle lieber weniger. Ja, was interessiert mich das Familienunternehmen? Ich bin doch keine Wohlfahrtsorganisation. Das geht aber soweit gut, bis alle Kleinen ausradiert wurden. Dann heben die Großkonzerne die Preise wieder nach oben.
Da sie jetzt den Markt ganz alleine dominiert, können sie im Grunde auch verlangen, was sie wollen. Dann kostet Käse also nicht mehr 90 Cent, sondern 2 Euro, 3 Euro, 4 Euro und so weiter. Wenn es um Ausbeutung und Profit geht, ja, kennt die Industrie, ja, der Industrielle, keine Grenzen, auch keine ethischen Grenzen. Hier das direkte Zitat von Forbes. Milliardäre im Bereich Lebensmittel und Landwirtschaft haben von 2020 bis 2021 ihrem Vermögen 400 Milliarden Dollar hinzugefügt, wobei die durch Pandemie bedingte Lebensmittelinflation über 60 neue Lebensmittelmilliardäre geschaffen hat. Die Inflation seitens der Verkäufer ist wie Robin Hood in umgekehrter Richtung. Eine massive Vermögenskonzentration, finanziert durch die Ausgaben der Verbraucher für lebensnotwendiges Essen. Die Inflation in den USA war ja nur von kurzer Dauer. Was wir hier immer haben werden, ist eine Gierinflation. Bis bald.